Erzählen Sie bitte von Ihren wichtigsten Erinnerungen an frühere Leben. Die wichtigsten? Sie sind alle in der einen oder anderen Form wichtig. Nun gut, ich erzähle sie euch. Ich hatte zwei wesentliche Erlebnisse kurz nacheinander, die mir sehr geholfen haben, bestimmte Sachen zu vergegenwärtigen. Ich habe ein Leben gesehen in einer vollkommenen Welt, wenn man sie mit der Welt vergleicht, in der wir leben. Die Vollkommenheit dort bestand auf molekularer Ebene. Ihr kennt bestimmt Bilder von japanischen Gärten, in denen die Steine genau ausgerichtet sind, die Bäume exakt geschnitten sind, so dass vollkommene Harmonie herrscht. Stellt euch vor, dass Harmonie auf molekularer Ebene in allem und überall herrscht. Das heißt, dass selbst die Sandkörner auf dem Strand in einer bestimmten Anordnung liegen. Nicht, weil man sie so hingelegt hat, sondern weil das ihr natürlicher Zustand ist. Ich glaube, ich hatte das bereits erzählt. Das war bei einem Retreat, bei einer intensiven Praxis. Ich hatte gewisse Fragen. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, brauchte ich einen Gesprächspartner, der sie kompetent beantworten könnte. Ich habe mich selbst gefunden und sprach mit mir selbst. Das war sehr interessant. Aber wieso war das wichtig für mich? Weil damit die Illusion verschwand, in eine bessere Welt reinkarnieren zu wollen. Viele haben diese Absicht. Sie denken, hier ist es ganz hart und sehr schlecht. Und wenn wir uns sehr gut verhalten, dann werden wir sehr gut reinkarnieren und dann wird es uns gut gehen. Das Problem ist nur, wenn du dir diese Welt, in der alles perfekt ist, angesehen hast, verstehst du, dass sie genauso ein Käfig für deinen Geist ist, nur ist er mit mehr Rüschen versehen und schöner bemalt, aber ansonsten ist alles gleich. Vielleicht sind die Bedingungen komfortabler, mehr auch nicht. Das hat mir auch mit einer anderen Sache geholfen. Die Illusionen von dem, was in dieser Welt angestrebt wird, sind verschwunden. Wenn du bestimmte vollkommene Sachen siehst und erlebst, dann verschwinden die Illusionen der Ziele, die in dieser Welt vielen Menschen aufgezwungen werden. Hier streben viele Menschen nach bestimmten Sachen wie nach Karotten, die vor einem Esel gehalten werden, damit er dieser Karotte nachläuft. Aber viele dieser Karotten sind nicht eurer Aufmerksamkeit würdig. Das sind Illusionen, dass man diese Ziele anstreben soll und dass diese Ziele wichtig sind. Sie sind nicht wichtig. Wenn man einigermaßen vollkommene Welten besucht, dann wird das einem deutlich. Ich erzähle dazu eine Geschichte. Buddha hatte einen Schüler, der sehr darunter litt, dass er von seiner Frau getrennt war. Aus seiner Sicht war sie wunderschön und er musste sie zurücklassen und weggehen, worunter er sehr litt. Dann aber sah er unter bestimmten Umständen Apsaras, die im Palast von Indra leben. Indra ist der Herrscher der materiellen Realität, sozusagen der König, auch wenn der Ausdruck König nicht ganz richtig ist. Man könnte Manager sagen, das wäre richtiger. Denn diese Position wird immer wieder neu besetzt. Sieben Indras wechseln sich im Laufe eines Kalpas einer bestimmten Zeitperiode ab. Der Schüler sah also diese Apsaras und verstand, dass seine wunderschöne Frau, an der er so hing, überhaupt nicht schön war und dass man ganz andere Sachen anstreben sollte. Das war die eine positive Erfahrung, die damals einen unvergesslichen Eindruck bei mir hinterlassen hatte.
Die zweite Erfahrung kam kurze Zeit darauf, offensichtlich, damit ich mich nicht in den Illusionen verliere, wie toll ich doch sei und was für tolle Inkarnationen ich doch gehabt hätte. Man zeigte mir ein anderes Leben. Ich bitte Menschen mit schwachen Nerven abzuschalten, weil die Erzählung, die nun folgt, nicht gerade angenehm und schön ist. Man zeigte mir eines meiner Leben, das ich in der Hölle verbrachte. Aber wenn ich Hölle sage, wäre das nicht ganz richtig, weil hier im Allgemeinen die Menschen sich die Hölle mit Pfannen vorstellen und mit irgendwelchen Bediensteten, die auf diesen Pfannen irgendjemanden wenden und anbraten. Ich sah eine andere Hölle, sehr viel technologischer, und dennoch war das eine Hölle. Ich war nicht auf der Pfanne, sondern gehörte zu der dünnen Schicht der Gesellschaft dort, die sich auf der anderen Seite der Pfanne befindet. Das heißt nicht, dass diese Schicht diese Pfannen bedient hat. Nein, dazu gab es bestimmte Einrichtungen, die das übernahmen. Ich war der Sohn eines hochrangigen Beamten in dieser Hölle und sah einige Szenen aus diesem Leben. Das hat auch tiefen Eindruck hinterlassen. In dieser Gesellschaft nahm ich eine gewisse hohe Position ein und die Menschen dort sind stolz auf ihre Stellung in der Gesellschaft. Ich erzähle euch einfach eine Szene. Kennt ihr den Barockstil? Vielleicht kennt jemand diesen Stil nicht. Das ist sowas mit vielen Verzierungen, verkünstelt, viel Gold und viele verschiedene Rüschen. Das ist so ungefähr der Barockstil. In dieser Welt neigte die Oberschicht zum Barockstil. Alles ist so geschmacklos und pathetisch. Schwarz und weiß. Die Männer in Schwarz, die Damen in Weiß. Nun muss man wissen, all diese Menschen waren nur Bedienstete, deren Aufgabe es war, darauf zu achten, dass diese Hölle weiterhin funktioniert. Diese Oberschicht führte ein ganz anderes Leben als der Rest der Bevölkerung. Man zeigte mir also folgende Szene. Ich war in einem großen Theater im Barockstil. Es waren viele Menschen da in Fracks und Abendkleidern. Es sollte wohl eine Vorführung stattfinden, aber ich hatte gar nicht weitergeschaut. Mir reichte bereits das, was ich am Anfang gesehen hatte. Ihr kennt es doch, dass im Kino vor dem eigentlichen Film Werbung gezeigt wird. In dieser Hölle wurde im Theater auch eine Art Werbevorführung gezeigt. Nur waren das nicht irgendwelche Filme, sondern alles fand in echt statt. Die Eliten dieser Hölle besaßen wohl irgendwelche Anwesen, große Höfe und so weiter. Und auf diese Anwesen drangen regelmäßig die Bewohner dieser Welt ein. Also diejenigen, die aus der Hölle fliehen konnten, drangen auf diese Anwesen ein. Sie kletterten wohl über Zäune. Man hatte schon alles Mögliche ausprobiert, um sie davon abzuhalten, aber es half nichts. Da die Technologien immer weiterentwickelt wurden, gab es dort eine neue Erfindung, um gegen die Eindringlinge vorzugehen. Stellt euch folgendes Bild vor. Das Theater, die Bühne. Und auf die Bühne tritt ein Moderator und sagt: Freunde, meine Damen und Herren, wir haben ein neues Mittel gegen die Geflohenen. Ich erzähle das mit einem Lächeln, fasse das nicht als Schizophrenie oder so etwas auf. Aber diesen Mist kann man nur mit einem Lächeln wahrnehmen, da man ansonsten einen geistigen Schaden davon tragen könnte. Dieser Moderator sagte also, dass es ein neues Mittel gebe und alle klatschen und warten auf die Vorführung dieses neuen Mittels. Dann wird ein Käfig auf die Bühne getragen. Darin sitzen zwei Menschen.
Dann geht ein Vorhang auf und dahinter ist eine Wand aus Ziegeln, so wie es sie auch bei uns hier gibt. Es gab dort keine Fensteröffnungen, gar keine Hervorhebungen oder etwas anderes, an dem man sich hätte festhalten können. Diese Wand war recht hoch, vielleicht 10 Meter hoch. Sie reichte praktisch bis zur Decke. Der Käfig wurde nicht weit von dieser Wand aufgestellt und den Menschen darin wurde gesagt, dass sie diese Wand hochklettern sollten. Aber diese Wand bestand nur aus Ziegeln. Es gab keine Möglichkeit, sich festzuhalten. Es gab nur die kleinen Abstände zwischen den Ziegeln, an denen man sich vielleicht etwas mit den Fingern festhalten könnte. Danach kamen 2 Models auf die Bühne, wie es auch in unserer Welt üblich ist, elegant und in kurzen Röcken und so weiter. In ihren Händen hielten sie eine Art Regenschirm. Diese Regenschirme waren ganz besonders. Sie sahen nur wie Regenschirme aus, es waren aber natürlich keine. An einer Seite waren sie dick. Diese Models kamen also auf die Bühne und stellten sich neben der Wand auf. Danach wurden die 2 Menschen, diese 2 Opfer oder Bewohner dieser Hölle, aus dem Käfig gelassen. Man muss sich vorstellen, wie groß ihre Angst war, denn als man ihnen befahl, diese Wand hochzuklettern, ohne irgendwelche Hilfsmittel, haben sie das gemacht. Sie sind diese Wand hochgeklettert. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber sie sind diese Wand ohne Hilfsmittel hochgeklettert. Als sie bereits 2/3 der Wand überwunden haben, richteten die 2 Models diese sogenannten Regenschirme auf sie und ließen sie los. Die Regenschirme flogen von hinten an die 2 Opfer heran und an ihrer Spitze ging eine Art Öffnung auf, ein Trichter oder so. Und die 2 Menschen wurden mit furchtbaren, knochenzermalmenden Lärm in diese Regenschirme eingesogen. Die Regenschirme wurden dadurch ganz dick. Die Anwesenden haben geklatscht und das Ganze bejubelt. Das Problem ist nur, dass der Jubel nur Show war. Die Eliten dieser Höllenwelt leiden sehr stark. Und obwohl sie irgendwelche Funktionen dort erfüllen, sind sie sich nicht sicher, was in der nächsten Minute ihres Lebens passieren wird. Eine absolute Unsicherheit und Ungewissheit, was mit ihnen in der nächsten Minute passieren wird. Das heißt, heute sind sie auf dieser Seite des Käfigs, aber morgen könnten sie an der Stelle derjenigen sein, die sie kontrollieren. Sie verstanden das sehr gut, mit ihrem ganzen Wesen. Ich kann mich an mein Gefühl erinnern, weil ich auch in diesem Saal saß und das war ganz deutlich zu sehen. Diese absolute Ungewissheit, das ist genauso eine Hölle für die Elite, wie auch für diejenigen, die dort gequält und gefoltert werden. Ich habe das eigentliche Verfahren der Folter nicht gesehen. Es reichten mir bereits die Eindrücke, die es diesseits der Mauer gab. In der 2. Szene, die ich sah, sah ich, wie ich aus dieser Welt reinkarniere und die entsprechenden Ursachen und Umstände, die dazu geführt haben. Das hat auch einen sehr großen Eindruck hinterlassen, denn es war ganz klar zu sehen, dass es keine Illusion war. Mir wurden diese Bilder demonstriert. Es gibt da noch eine wichtige Sache. Man könnte ja sagen, dass die perfekte Welt, die ich gesehen habe, oder die schlimme Welt, einfach nur Fantasien seien. Oder dass mein Unterbewusstsein diese Bilder geformt habe. Nein, Freunde. Die Sachen, die ich in diesen Welten gesehen habe, habe ich ansonsten nie gesehen oder gehört. Ich hätte mir das nicht einmal vorstellen können. Ich werde euch ein Beispiel geben. Ich habe dort einen Menschen getroffen, jedoch kann man ihn kaum als einen Menschen bezeichnen. Dieser Mensch war der Herrscher dieser Welt. Es interessierte mich, wer diese Welt regiert, und ich fand diesen Herrscher. In dieser Welt brauchte ich keinen Körper. Ich war dort als mein Bewusstsein anwesend, das die Welt um sich herum komplett in einer 360-Grad-Perspektive wahrnahm. In dieser und in dieser Ebene.
Die Menschen können sich das nur schwer vorstellen und verstehen, wie das möglich ist. Im Normalfall ist es ja so, dass man nur etwas in dem Bereich vor einem sehen oder hören kann. Was hinter einem ist, sieht man nicht. Stellt euch vor, dass man gleichzeitig sehen, hören und wahrnehmen kann, was hinter einem, unter einem, über einem, an den Seiten, an allen Seiten ist. Dabei war die Geschwindigkeit der Wahrnehmung so groß, dass als ich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit über einen Strand flog, ich ganz genau jedes Steinchen, das an der Oberfläche lag, wahrnahm. Die Geschwindigkeit war sehr hoch, bestimmt mehrere tausend Kilometer pro Stunde. Und doch war alles sehr genau zu sehen und auch verständlich. Als ich diesen Menschen fand, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass so etwas möglich ist. Doch es stellte sich heraus, dass es doch möglich ist. Die meisten Zuschauer haben im Normalfall einen Denkprozess in ihrem Bewusstsein. Aber auch nur bei denen, die denken können. Es gibt Menschen, die nur ihren Instinkten folgen. Sie denken gar nicht nach. Sie tun das, was sie gerade wollen. Es heißt, dass es auf diesem Planeten Menschen gibt, die zwei oder drei Denkprozesse gleichzeitig haben können. Das heißt, dass ihr Bewusstsein so trainiert ist, dass es mehrere Denkprozesse gleichzeitig darin geben kann. Aber als ich in das Bewusstsein dieses Wesens, das ich dort traf, eintauchte, spürte ich sofort, was in seiner Innenwelt war. Das heißt, das musste ich gar nicht. Ich war nur in der Nähe dieses Wesens und wandte mich mit meinem Bewusstsein an sein Bewusstsein. In seiner Innenwelt befanden sich Milliarden Denkprozesse, die gleichzeitig abliefen. Das heißt, dass er gleichzeitig eine unglaubliche Anzahl von Ereignissen oder Faktoren bedenkt und verarbeitet, die er zu einem Mosaik zusammensetzen muss, um zu einem bestimmten Resultat zu kommen. Von all den Milliarden von Bewusstsein war ein Bewusstsein für äußere Störfaktoren verantwortlich. Ich war so ein äußerer Störfaktor. Ich wandte mich an dieses Bewusstsein und dieses Bewusstsein nannte meinen Namen. Das heißt, er wusste, wer ich bin und fragte mich, was ich von ihm wollte. Ich erzähle das so lange, aber in Wirklichkeit passierte das in einem Millionstelbruchteil einer Sekunde, sehr schnell. Als ich all seine Denkprozesse spürte und was er gerade bedachte, habe ich mich geschämt, dass ich ihn ablenke. Wieso? Weil er der Herrscher dieser Welt war, vielleicht auch nicht nur einer Welt, und vorhatte, diese Welt zu verlassen. Obwohl man rein äußerlich gar nicht sagen konnte, dass er irgendwie alt oder betagt war. Im Gegenteil, er war ein Mann in der Blüte seiner Kräfte. Er war jung und gesund, aber die Zeit war für ihn gekommen, zu gehen. Dieser sehr lange Denkprozess war darauf ausgerichtet, die Probleme, die sein Gehen für diese Welt verursachen würde, zu minimieren. Also darauf, dass nach dem Verlassen dieser Welt dort alles harmonisch bleibt. Er bedachte und durchdachte die verschiedenen Möglichkeiten, wie sich die Ereignisse entwickeln konnten. Also was passiert bei diesen Ereignissen und wie entwickelt sich die Situation bei jenen Ereignissen und so weiter. Das heißt, es war ganz und gar kein menschliches Denken. Das Interessante dabei war, dass dieser Mensch sich äußerlich überhaupt nicht von anderen Bewohnern dieses Planeten unterschied. Gar nicht. Er benutzte öffentliche Verkehrsmittel. Seine Kleidung war gewöhnlich. Das Einzige war, dass er ein fliegendes öffentliches Verkehrsmittel benutzte, das er selbst steuerte. Als ich ihn fand, flog er gerade mit diesem spezifischen fliegenden Verkehrsmittel und war alleine. Das war sein einziges Privileg. Man könnte also sagen, dass er alleine einen öffentlichen Bus steuerte und beim Fahren darüber nachdachte, wie er am besten vorgehen sollte. Diese zwei Erfahrungen machten einen sehr großen Eindruck auf mich, weil ich zum einen mit etwas konfrontiert wurde, das ich mir nicht im Traum hätte vorstellen können. Das heißt, dass man so etwas ganz sicher nicht in Büchern finden kann. Ich konnte mir das nicht ausdenken. Mein Bewusstsein wäre dazu nicht in der Lage. In diesen Erinnerungen gab es keinen Eigennutz.
Mir war sehr wohl bewusst, dass es nicht einmal mein Verdienst war, dass ich diese Sachen gesehen habe. Ich dachte nicht, dass, weil ich mich sehr auf dem Weg des Yoga bemüht habe, man mir als Gegenleistung diese Welten zeigte. Nein, man zeigte sie mir buchstäblich aus Mitleid. Nun, ich muss wohl erklären, was mit gezeigt gemeint ist und wer das gezeigt hat. Was ist das für eine Kraft, die angeblich irgendwas irgendjemandem zeigt? In dieser Welt sind wir es gewohnt, von uns selbst als Persönlichkeiten zu denken. Ihr denkt, habt einen Körper, ein Bewusstsein. Ihr trefft irgendwelche Entscheidungen, aber je höher eine Welt ist, desto weniger gibt es dort das Ich und die Individualität. Dort gibt es mehr Gemeinsames. Und die Wesen, die in höheren Welten leben, wisst ihr, ich versuche ein Beispiel zu geben. Es ist ein kollektives Bewusstsein. Das heißt, diese Wesen sind gleichzeitig eine Person und zugleich ein Teil eines Ganzen. Wenn ich sage, man habe es mir gezeigt, ihr lebt in einer Welt, in der die Yogis oder diejenigen, die sich mit ihrer Selbstvervollkommnung beschäftigen, in der Unterzahl sind. Stellt euch vor, dass je höher eine Welt sich über der materiellen Realität befindet, desto mehr Zeit verwendet man dort für die geistige Evolution, die Selbstvervollkommnung. Denn dort musste man nie und wird nie irgendwelche materiellen Probleme lösen müssen. Dort gab es und wird es nie Kriege geben. Dort wird nie etwas zerstört. Wenn die Eltern ein Haus gebaut haben, dann hinterlassen sie dieses Haus ihren Kindern. Es werden so viele Kinder geboren, wie es notwendig ist, um die Harmonie aufrechtzuerhalten. Deshalb muss man nichts bauen. Die Technik dort geht nicht kaputt. Man muss also nichts reparieren. Das heißt, man reinkarniert in eine Welt, wo praktisch alles ewig ist. Was soll man dort machen? Man muss dort nicht arbeiten, dort kann man sich nur mit der geistigen Evolution beschäftigen. Natürlich ist die Selbstvervollkommnung das Einzige, was man dort machen kann. Und natürlich ist es so, dass weil diese Wesen Selbstvervollkommnung praktizieren, sich bei ihnen Mitleid entwickelt. Mitleid denen gegenüber, die sich in einem beklagenswerten Zustand befinden. Wir Yogis auf solchen Planeten wie unser Planet rufen bei ihnen Mitleid hervor. Das heißt, wir sind in eine Situation geraten, nun, ihr wisst selbst, wie ihr lebt. Für sie ist das die Hölle, so wie wir hier leben. Für uns ist es die Norm. Deshalb, wenn in so einer Hölle, in Anführungszeichen, einer der Praktiker versucht, sich selbst und die Realität auf dem Yoga-Weg zu ergründen, dann reichen diese höher entwickelten Wesen so einem Praktiker die Hand. Man kann sie nicht als Götter bezeichnen, weil diese Bezeichnung die Realität nicht korrekt wiedergibt. Sie sind einfach höher entwickelt. Sie reichen ihre Hand und helfen denjenigen, die sich in den unteren Welten um ihre Weiterentwicklung bemühen. Konnte ich deine Frage beantworten? Wenn ihr euch bemüht, werdet ihr eure eigenen Erfahrungen sammeln. Ich kenne einige Menschen, die Erfahrungen mit emotionalen Welten gemacht haben und sie glauben, dass das das Wichtigste sei. So war eben ihre Erfahrung und dementsprechend war auch das Resultat.